Sehr geehrte Studierende, heben Sie jetzt die rechte Hand zum Eid und sprechen mir nach. Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Niedersächsische Verfassung und die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine amtlichen Gewissen zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Viele Polizisten, die sind dann überheblich. Manche gehen einfach an dir vorbei und die gucken dich nicht mit dem Arsch an. Und ich werde ganz anders sein. Also ich werde offen sein für alle Leute, ich will helfen. Ich sehe mich genau da. Genau da. Die Leute, die nicht bei der Polizei sind, denken immer so, ein Polizist muss groß sein und stark und er muss gut kämpfen können oder so. Aber ich finde, dass also ein Polizist macht viel mehr aus. Gemeinsam verbringen werden. Ist jetzt jemand dabei, der sich heute nicht in der Lage sieht, an diesem Test teilzunehmen? Gut, sehr gut. Alle schon mal zu Hause gelaufen, die 5000? Die Zeiten müssten ja eigentlich soweit bekannt sein. Feurige Herren 28 Minuten, jugendliche Herren 29 Minuten und die feurigen Damen 33 Minuten und die jugendlichen Damen 34 Minuten. Vor dem Laufen habe ich schon ein bisschen Angst. Ich war auch wirklich Monate vorher schon mit meinem Papa laufen. Ich hoffe, dass das klappt. Laufrichtung wäre so herum um die Hallen, den Pylonen entlang, die Pylone links stehen lassen, rechts um die Pylone drum herum. Auf die Plätze, fertig, los! Immer so weiterlaufen. 6 Minuten 35. 6 Minuten 40. Schön weiterlaufen, Frau Jaltschi. Schön dranbleiben. Sie dürfen nicht langsamer werden. Schön kämpfen. Alles im grünen Bereich. Total super. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt muss ich was essen, sonst Verlegung. 28,15. Jetzt 2 Runden noch, Vollgas. Schön weiterlaufen, das war nicht umsonst. Alles im grünen Bereich, Kopfbauschalten und laufen, das könnt ihr schaffen. Komm, gib Gas. Jetzt durchziehen, dann schaffen sie das. Und weiter, und Gas geben. Und weiterlaufen, sehr schön. Überleg mal, das ist dein Traum, du willst den Traum schaffen. Also gib Gas, komm her. Du hast noch eine Minute, komm. Das schaffst du, komm her. Gib alles, komm her. Fang mich, komm. Komm, komm. Weiter, 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 komm. Überleg dir mal, nur weil dein Körper sagt, dir schlecht, schaffst du es nicht. Lauf, nein, komm. Los, sprint, lauf. Fang mich, komm. Hier vorne hin sprinten, super. Los. Und hier ist Zieleinlauf. 32 Minuten und 44 Sekunden. Gut gemacht. Super. Voll mitgelaufen. Gut gekämpft. Oh. Komm her. Nicht hinfliegen, aber du musst laufen. Musst du laufen. Kannst du meine Flasche aus der Tasche holen? Ja.
haben es geschafft. Ja. Hilfe. Danke. Mein Kreislauf. Vor Aufregung nichts gegessen. Das habe ich jetzt davon. Schön tief durchatmen. Der Kopf und nicht dein Körper, der sagt das. Danke. Bitte. Ich nehme beide. Ich fasse es nicht. Ich habe es geschafft. Auf die Einladung zum Gespräch bei meiner Wunschbehörde. Und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, Gabriel wird ein richtig guter Polizist. Gabriel ist ja schlau. Zwar nicht der Schlauste, aber es gibt immer schlauere Leute, aber Gabriel ist auf jeden Fall mit dem Herzen dabei. Also ich hoffe, ich fang niemals an. Also wir sind so ein kleiner, kompakter Haufen, sage ich mal. Meine Eltern kommen ja gebürtig aus Polen. Wir hatten das nicht immer leicht. Man kann so nett sein und so gut sein zu Menschen. Es gibt immer Vorurteile und die muss man einfach irgendwo überspielen und dann schweißt sich die Familie einfach total zusammen. Und so ist das bei uns. Ich glaube, ich kann mich sehr gut in die Situation dann hineinversetzen, auch jetzt in die Flüchtlingssituation. Ich habe mich irgendwie selber wie einer gefühlt früher, weil man wird halt irgendwie beschimpft mit, ich sag jetzt einfach Pole oder so. Und das ist ja genau das Gleiche, die Asylanten oder sowas. Ich glaube, man muss... Ich habe so das Fingerspitzengefühl in der Situation, weil ich aus Erfahrung sprechen kann. Und wenn ich meine Erfahrungswerte einbringe, habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber anderen. Ich finde das sehr, also ja. Ich denke, was früher mein Nachteil war, ist heute mein Vorteil. Ich bin derzeit im Sozialamt, im Bereich der Asylbewerberleistungen und ich zahle den Asylbewerbern einfach ja, ihr Geld aus und kümmere mich um deren Krankenhilfe. Das heißt, wenn die Probleme haben, dann bin ich zur Stelle. Und ja, da hatten wir des Öfteren mal die Fälle, dass die dann halt wütend geworden sind, weil wir denen kein Geld ausgezahlt haben oder sonstiges. Und in solchen Situationen müssen wir dann halt die Polizei rufen. Und in dem Moment will man dann halt schon der oder die Polizistin sein, die dann da reinkommt und die Situation dann wieder in Ordnung bringt. Ja, weil das einfach so interessant ist, dass wenn die Polizei reinkommt, dass die Asylbewerber plötzlich ruhiger werden, dass die halt Respekt in dem Moment vor der Polizei haben. Und das ist, also vor uns haben sie auch Respekt, aber in dem Moment, wenn wir Nein sagen, werden sie natürlich sauer auf uns. Und wenn die Polizei dann kommt, dann sind sie dann halt sofort ruhig und das ist sehr interessant. Die haben ja wirklich sich meine Bewerbung durchgelesen und gesagt, die Fragen wollen wir ihr stellen. Und davor hat man ja schon Angst. Also wenn ich das nicht beantworten kann, das wäre ja auch nicht so schön. Das zittert alles. Ich war vor 6 Jahren schon mal hier und saß genau vor dieser Kommission. Ja, ungefähr weiß ich noch, welche Fragen drankommen, aber das ist 6 Jahre hin. Ich glaube, da war ich noch ziemlich jung und am Ende haben die dann gesagt, dass ich nicht so reif wirke und dass ich es vielleicht noch ein andermal versuchen sollte. Ja, jetzt bin ich wieder hier. 6 Jahre lang habe ich nur ein Ziel verfolgt und alles oder nichts. Hallo. Hi. Guten Tag, kommen Sie bitte. Sie haben jetzt hier in diesem Raum 15 Minuten Zeit, sich auf dieses Auswahlgespräch vorzubereiten. Dazu möchte ich Sie bitten, dass Sie dieses Hinweisblatt sich ganz in Ruhe durchlesen. Das hat auch noch eine zweite Seite, und Sie nicht vergessen. Okay. Und hier ist ein bisschen Platz für Notizen. Okay. Hier ist ein Kugelschreiber. Mhm. Denn zu Beginn des Gespräches sollen Sie sich persönlich vorstellen. Die Kommission möchte Sie, soweit das in einer Dreiviertelstunde bis Stunde möglich ist,
gerne kennenlernen, möchte wissen, wer ist Frau Jaltschi. Gut, dann drücke ich Ihnen die Daumen und danke bis gleich. Sehr. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Aufgeregt ist, dann spürt man richtig das Blut durch die Adern schießen, also in den Fingern und in den Armen. Das ist echt heftig. Einfach so frei heraus, wenn es nicht ganz richtig sein sollte, dann wird man Sie darauf aufmerksam. Okay. Dann nehmen Sie doch dort bitte Platz. Dankeschön. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ich will mal begrüßen. Seine Gjaltchen. Seine Gjaltchen. Seine Gjaltchen. Hallo. Seine Gjaltchen. Hallo. Seine Gjaltchen. Ja, mein Name ist Gabriel Ben. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus einer Großfamilie. Meine Mutter ist gelernte Konditorin, mein Papa ist Schlosser. Ja, meine Hobbys, also meine Freizeit, natürlich, ich spiele Fußball. Ich habe jetzt dann... als ich das letzte Mal hier saß, habe ich dann danach weiter nur 2 Jahre die Schulbank gedrückt und habe gedacht, dass ich muss noch was anderes machen, damit ich hier wieder angreifen kann. Okay, alles klar, gut. Oh, man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Das rauscht nur so vorbei. Ja. Ich glaube. Okay, so Frau Jaltschi. Also man weiß, was man antworten möchte, aber man kriegt diese Wörter nicht aus dem Mund. Das ist, man überlegt, aber ich habe echt die ganze Zeit gedacht, du musst ruhig reden, du musst also selbstsicher rüberkommen, aber man überlegt so lange und man kriegt diese Wörter nicht aus dem Mund. Frau Jaltschi, was sagt die Selbsteinschätzung? Gutes Gefühl? Gut, schlecht, gut. So ist es abgelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, echt? Wenn es nach uns geht, werden Sie Polizeibeamtin. Oh, vielen Dank. Schön. Vielen Dank. Glückwunsch. Vielen Dank. Toll. Klasse, das ist ja eine tolle Nachricht. So. Schön. Das ist sozusagen eine Zusage. Ne? Vorbehaltlich natürlich jetzt der ärztlichen Untersuchung. Ja. Da werden wir uns beide gleich noch zusammensetzen und machen den Rest dann fertig. Sehr schön. Können Sie Polizist im alten Land werden? Ja. Ich nehme das mit dem Herzrasen vor dem Gespräch zurück. Jetzt ist es schlimmer. Das oh. ist die Freude. Schön. Ja, ich weiß nicht, also da habe ich gerade schon nach meinem Plan B gefragt, ne? Der ist schon total wieder scheiße. Also wenn die schon nach einem Plan B fragen, ich habe gesagt, ja, ich hab natürlich einen Plan B, aber habe ich gesagt, das ist ein ungewollter Plan B, da habe ich mich nochmal mit gerettet. Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, was die da reden und ja, ist so genauso der Moment, den ich vor 6 Jahren auch schon mal hatte. Ja. Sie haben hier sehr gut gestanden. Echt? Ja, das ist so. Das ist eine Direktzulage, vorbehaltlich dessen, dass Sie auch beim Arzt gut bestehen, wovon ich jetzt aber mal ausgehe. Ja, wir kommen mal der Polizei Niedersachsen. Dankeschön. Ich glaube es nicht. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Haben Sie gut super gemacht. Dankeschön. Sehr gut an. Ja, hi Mama, ich habe eine Direktzusage. Gut, ne? Ja. Ich habe es auch nie geglaubt. Oh, ich habe eine Direktzusage. Ja, cool, ne? Aber das war. Jetzt kannst du losgehen, ja. Aber 4 Wochen noch. Er hat auch direkt mir die Hand gegeben und gesagt: So, Direktzusage. Hallo. Hallo. Na? Ich hab's geschafft. Hey, super. Oh, schön, das freut mich richtig. Ich freue mich für dich. Danke. Und Glückwunsch! Warst du aufgeregt, war was? Ja, ich war richtig aufgeregt. Ja, aber es hat geklappt. Ja? Hallo! Na, wo willst du hin?
Aber du hast ja schon mal dein Ziel gesetzt und jetzt ist alles gut. Aber wenn das Studium zu Ende sein sollte, dann versteht er das alles. Dann kann er sagen, meine Tante ist Polizistin. Du musst nur noch bei der Arbeit das Bescheid sagen. Ja. Ja. Das ist die Schule in Oldenburg. Dann sind die. Hier ist zum Beispiel so ein Training. Ne? Man macht sogar Trainings gegen Amokläufe in der Schule. Dann wird das simuliert, ne? Und das ist halt so eine Übungssituation, ne? Und dann wollen die das wird auch geprüft, wie man sich dann in so einer Situation verhält. Oh nee, das sollst du nicht machen. Ja, muss ich aber. Oh, nicht, dass du dann irgendwie erschossen wirst oder so. Ach, Quatsch, ich pass schon auf mich auf. Aber stell dir mal vor, da sind 20 kleine Mädchen im Klassenraum, einer läuft da arm. Soll da keiner hingehen oder unterhelfen? Doch, nur nicht du. Ja, wir haben noch Schutzausrüstung an und so. Das passt schon. Und wir lernen ja, man lernt ja im Studium, wie man auf sich selber und auf seine Mitmenschen aufpasst, um Menschen zu retten. Wenn man dann sehr für ausgebildet ist, dann geht man die Sache anders an und dann kann man auch professionell ran. Besonders herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich unter Tausenden von Bewerbern, ich glaube in diesem Jahr sind es nahezu 7000 Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeidienst, durchgesetzt haben. Wir haben wirklich die Besten der Besten ausgesucht. Und die Besten, das sind Sie. Sie sind die klügsten Köpfe, die wir ausgesucht haben und Sie gehen jetzt in das Studium. Im Namen des Landes Niedersachsen ernenne ich Frau Zeynep Yalçın unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zur Polizeikommissaranwärterin. Nienburg, 3.4.2017, Polizeiakademie Niedersachsen, Dieter Buskohl, Direktor der Polizeiakademie. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für Sie. Das ist die Urkunde. Im Namen des Landes Niedersachsen ernenne ich Herrn Gabriel Benn zum Polizeikommissaranwärter. Alles Gute. Ich werde nicht aufpassen, wer hier was für Unterrichtsmaterialien dabei hat, wer sich hier was notiert, das ist ein Studium. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich werde natürlich den einen oder anderen ansprechen, wenn mir irgendwas auffällt. Das heißt, wenn irgendjemand meint, in meinem Unterricht mit dem Handy zu spielen, mit dem Tablet zu spielen oder sowas da, das werde ich schon unterbinden. Wenn Sie hier einigermaßen mitmachen, und das gilt nicht nur für Einsatzlehrer, das gilt für jedes andere Fach auch, dann kommen Sie hier sehr gut durch. Das verspreche ich Ihnen. Es wird sicherlich auch der ein oder andere nicht mehr dabei sein. Aus den ein oder anderen Gründen. Woran hat es gelegen? Dann sagen die meisten doch, ich war zu faul. So, moin erstmal. Moin. Wollen wir jetzt langsam ins Training einsteigen? Wenn ich als Polizeibeamter draußen irgendwas mache, ich habe Uniform an, dann bin ich sowieso im Fokus der Bevölkerung. Und dann heißt es sicheres Auftreten. Versetzt stehen. Feststehen und die Hände in diesem Bereich. Sie werden oft merken, dass irgendwelche Leute hier stehen. Das ist so kalt. Wenn ich das hier im Training mache, 3 Jahre lang, was meinen Sie, was ich draußen mache in der Verkehrskontrolle im Winter? Kann ich mal einen Führerschein haben, Fahrzeugschein? Der Fahrzeugführer, der lacht sich kaputt. Das heißt also, ich stehe vernünftig. Aktionshaltung und dann spreche ich die Leute an. Und mit einer Stimme, die ich muss die nicht anschreien, aber vernünftig und laut Augenkontakt und sagen, so, ich möchte Führerschein, Fahrzeugschein, stell mich vor, wer ich bin, Polizei, das ist überhaupt kein Problem. Und das lernen Sie hier. Stopp, Polizei, gehen Sie einen Schritt zurück. Stopp, Polizei, zurück. Stopp, Polizei, zurück. Stopp, Polizei,
Polizei zurück! Stopp, Polizei! Genau, zweites Mal Sport. So kalt haben wir es noch nicht. Hände müssen nicht in die Hosentasche. Richtig. Genau, bietet sich noch an, lange Sachen einfach anzuhaben. Gut, wir machen heute Pyramidentraining. Ihr macht auch nur die kleine Pyramide. Euch erwartet aber auch irgendwann natürlich die große Pyramide. Ihr lauft eine Runde, kommt dann hier an, macht eine Kniebeuge. Dann geht's weiter, eine Sit-Up. Das bedeutet hinterm Körper, vorm Körper. Liegestütz. Weg. Dann lauft ihr zwei Runden, alles zweimal. Drei Runden, alles dreimal. Das sind nur 9 Runden insgesamt, also 3,6 Kilometer. Und los geht's! Jede Übung zweimal. Ah, nicht vergessen, genau. Ich schaff keine mehr. Schnell mal Burpees machen. Auf, wir gehen schon mal langsam da hin, nehmt eure Trinken mit. Ihr habt doch die Bundeswehrmatten dahin geräumt. Wir werden bestimmt noch Liegestütze machen. Echt? Und wir sonst. Und los geht's. Ah, nicht durchhängen, den Hintern nicht nach mappen. Jetzt habt ihr eine. Einmal aus der Komfortzone mal rauskommen. Da bin ich. Oh, nee, genau. Fußballer. Fußballer durch und durch. Beißen, auf geht's. 15 Sekunden auf. Alle noch mal halten. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und absen. Ich bin bei 5 Minuten 40. Wow. Wir verlangen wirklich nur Breitensportniveau und das schaffen viele leider immer heutzutage immer noch nicht. Obwohl sie hier gerade frisch aus der Schule kommen. Das ist schockierend. Ja. Was? Ich war echt geschockt, also der erste Sportunterricht und dann gleich so krass. Und 2 Meter Pause, dann wieder laufen. Aber man erwartet so einen leichten Einstieg, ne? Leichtes Joggen, Spiel. Ja, so ein bisschen Spiel. Kennenlernen. Ja. Und so den Ball zu werfen, den Namen rufen. Ja. Das war es dann leider nicht. Nee. Stattdessen 20 Runden sprinten. So, wir gucken uns heute die Waffe erstmal an, wie die so aussieht, bauen die auseinander, lernen die erstmal kennen, damit wir überhaupt wissen, was haben wir nachher in der Hand beim Schießen. Die Verschlusswarnhebel sind dafür da, kurz gedacht, wenn wir den Abzug nach hinten, das machen wir mal alle, den Verschluss mal nach hinten ziehen. So, hier den Verschluss, wie ich das habe. Einfach nach hinten ziehen, dann hakt er ein. Geht? Doch, das geht. Den hier, den langen, oder den nach unten drücken? Ja, genau. Nur nachher, wenn wir das in der Handhabung machen, dann müssen wir sehen, dass wir die Mündung mal nach unten zeigen. Ne? Jetzt wollen wir erstmal sehen, wie wir es am besten reinkriegen. Okay? Ja. Gut, super. So, jetzt legen wir das Magazin mal auf den Tisch. Den Verschlussfanghebel drücken, dass der Verschluss nach vorne kommt. Und jetzt machen wir das Ganze ohne Magazin nach hinten. Den Verschluss nach hinten bringen ohne Magazin.
Also ja, wer träumt da nicht von, wenn man Polizist werden will und dann denkt man ja immer an die Uniform. Und für mich ist das gerade der Augenblick, wo ich halt meine Uniform kriege. Und sie jetzt zum ersten Mal sehe. Das ist die Sommerjacke. Ja, die sitzt wie angegossen, oder? Ich kann gar nicht glauben, wenn ich mich selber hier im Spiegel angucke. Total cool. Passt bei dir alles perfekt? Ja. Bei mir auch. Schon cool, ne? Man fühlt sich so ein bisschen stärker. Ja. Ist doch so. Ja. Pistole vorzeigen. Mal ein bisschen nach oben. Geht? Außen nach oben. Hier bin ich durch. Okay. Alles klar. Wir brauchen keine Angst haben heute. Wir werden ganz langsam erstmal anfangen, erstmal dran gewöhnen, wie laut ist das überhaupt, wie reagiert die Waffe jetzt. Wir haben ja bis jetzt nur mit Übungsmunition geübt. Wir gehen auch auf 6 Meter ran und wir werden das ganz in Ruhe machen. Okay? Eben hier, wenn Sie hier vorkommen, dann zeige ich das eben. Ich glaube, zielen ist natürlich schwierig und auch so den Knall zu halten, ne? Also die Waffe zu halten. Ja, mal gucken, wie das erste Mal wird. Was? Kannst du das kurz lockern, damit ich die Brille abmachen kann? Wir haben auch noch eine Brille. Okay. Danke. Druckpunkt suchen, langsam zurückziehen und visieren wir da das Kreuz an. Da. Ja, super, mittendrin. Okay, und nochmal. Ist auch nur der erste Schuss, glaube ich, ne? Der einen dann auch so ein bisschen erleichtert danach. Aber dann spätestens beim Magazinwechsel bis danach ist es dann entspannt. Sicherer, okay. Genau. Gut. Okay, dann greifen wir die mal. Kann ich? Ja, okay. Schön vorspannen, Körperspannung, alles gut. Ja, genau. Über die Visierung, langsam durchziehen. Entschlossen, Schießhaltung. Schön vorspannen, Stimmung, Korn, Visieren, Körperspannung behalten. Jawohl, sehr schön sieht das aus. Sieht sehr schön aus. Genau, so müssen wir das machen. Da unten drin? Doch, das war der erste Schießtermin, ne? Genau. Und wie war's? Macht Spaß. Ja, muss auch Spaß machen. Ne? Ja. Sieht aber auch schon sehr schön aus. Ne? Das ist also schon sehr gut geschossen. Ja, danke. Vom Abzugsverhalten. Sehen Sie auch selbst da. Alles zentral drin in der Mitte. Super, alles klar. Okay. Gut, der nächste. Die lassen wir hier. Lassen wir liegen, da dürfen wir nicht rüber. Hier. Okay, Streifen fertig machen. Ich glaube, Zähne ist so schön. Richtig nervös. Du warst gut. Sehr gut. Ja, aber Körperspannung aufbauen, lange am Finger, legen wir schon mal nach dem Abzug jetzt. So, und jetzt ziehen wir den Abzug ganz langsam weiter erstmal vor, vorspannen, was wir auch geübt haben. Und dann knallt es irgendwann. Und dann gucken wir mal erstmal. Erstmal schön über die Visierung gehen, Zeit lassen. Und jetzt geben wir mal einen Schuss ab. Och, das sieht aber super aus. Sehen Sie, was wir geschossen haben da? Nein, welcher ist das? Das ist der ganz bei dem Kreuz auf der linken Seite, der helle weiße Punkt. Oh. Ja, sieht gut aus, ne? Okay, und nochmal. Schön auf die Waffe achten hier, Körperspannung und ganz langsam nach hinten weiterziehen. Nicht reißen, ganz in Ruhe. Jawohl, super sieht das aus. Okay, und gleich den nächsten hinterher. Schön die Visierung einnehmen. Jawohl. Na, ist ein bisschen schief gelaufen. Alles gut. Weit genug Vorspann, nicht zum Schluss reißen, sondern immer nur langsam weiterziehen. Finger auf dem Abzug lassen und langsam weiter nach hinten ziehen. Weiter, jawohl. Sieht sehr gut aus. Und nochmal. Jawohl. Jetzt machen wir als erstes was? Magazin wieder raus. Super. Gucken ins Magazin rein. Ist nichts mehr drin. Das weg. Erstmal in Ruhe. Alles in Ruhe. Wir haben Zeit genug. Und dann gucke ich noch, ob das Rohr wirklich frei genau, ist. Genau, mit der Taschenlampe. Das sieht gut aus. Rohr frei? Ja, alles klar. Okay, holstern. Und dann holstern gleich schließen. Das war das erste Schießen. Ja. Wie war's? Sehr gut. Ja, sah auch schon gut aus hier. Ja. Na, und dran denken, dass wir die Körperspannung behalten, nicht ins Hochkreuz fallen da und weit genug vorspannen. Okay. Über die Visierung brauchen wir nicht sprechen. Das sieht gut aus, sieht man ja schon an der Ziel da. Okay? Gut. Alles klar? Ja. Okay.
Paragraph 6 Absatz 6 der Fahrerlaubnisverordnung. Das ist auch emotionale Stabilität genannt. Für Sie auch? Aula 01 von 41:26 kommen. Links, 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 2, 3, 4, links. Wir machen jetzt eben kurz eine Trinkpause. Bitte wirklich nur ein, zwei Schluck, dass Sie zügig wieder hier sind, okay? Und Sie befinden sich jetzt auf einer Polizeidienststelle, in dem Blutentnahmeraum. Und jetzt wandere ich mit meiner Hand an seinem Ohrläppchen, mit meiner rechten Hand, rüber, okay? Wie empfinden Sie das? Als unangenehm, ja? Nicht ganz so schön. Nicht ganz so schön. Entweder reicht das schon, aber ich würde dann auch gleich die ganze Packung. Er hat die Musik bestellt, er bezahlt die auch. Das ist unser Lieblingsspruch. Ja? Er hat die Ursache gesetzt. Ja? Okay. Und nochmal. Das ist, wenn der Proband sich unten verkrampft und nicht den Arm. Also, genau. Ja, dann muss ich ihm schon deutlich machen: Du, pass auf. Ja. Gib den Arm raus, gib den Arm raus! Ja, alles klar. Reden, reden. Und dann muss eben das Ohr frei sein. Alles gut? Natürlich ist das am besten, wenn man einfach jede Situation dann mit der Stimme bewältigen kann. Aber man geht ja auch zur Polizei, um was zu erleben. Um sich auch mal vielleicht einen Kick zu holen, der dann ja, zufälligerweise passiert. Weil wenn man morgens zum Dienst kommt, dann weiß man ja nicht, was ihn die ganze Schicht erwartet. Das ist ja das Schöne. Und das ist ja auch schon irgendwo so ein kleiner Kick. Und ja, ich glaube, bin ich auch eher so gestrickt, dass ich mich auf diesen Kick vielleicht ein bisschen freue. Ja. Welches Praktikum gehst du eigentlich? Na, Spelle. Meinst du meinen Standort? Spelle. Ja. Nee, gehst du bei der Polizei zum Praktikum? Ja, nee, ich werde Praktikant bei Druck und Design. Nein, wo? In Spelle, da wo ich herkomme. Wie weit ist es von dir entfernt? So, eine Stunde und 45 Minuten. Also von mir, wo ich wohne? Ja, das meinte drei ich. 3 Kilometer mit Fahrrad. 3 Kilometer? Also muss ich immer mit dem Fahrrad fahren. Also uns wurde schon von Anfang an gesagt, dass wir auch da mit Gegenwind zu rechnen haben, dass da definitiv mit zu rechnen ist. Zum Beispiel gab es den Fall, wo das, da war ein Bild von G20, das war doch, wo das Mädchen auf diesem Wasserwerfer stand? Wasserwerfer steht. Genau, ja. Und das wurde mit Pfefferspray runter, also angeschossen, oder? Nein, eingejaucht mit Pfefferspray und dann mit haben einfach, sie die runtergezogen. Wo man einfach den Baum absägen sollte. Auf jeden Fall hatten wir dann, dass manche Dozenten finden, dass das nicht das richtige polizeiliche Handeln ist. Und wir waren alle ganz, wir identifizieren uns schon so mit der Polizei, dass wir alle finden, dass es die richtige Maßnahme war. Der eine Dozent meinte zum Beispiel, dass es verhältnismäßiger wäre, drauf zu gehen und die persönlich runterzuholen, weil man dann nicht die körperliche Integrität eingreifen würde durch jetzt das mit dem Pfefferspray abschießen. G20 steht ja auch irgendwie außer Konkurrenz. Ne? Ja, aber allgemein, wir sind ja vom Staat, dass wir alles schützen müssen. Egal, wie wir da eingestellt sind. Reicht jetzt auch nicht. Viele sagen, dass dich das Praktikum, dass dich das verändert. Dass du da eine ganz andere Einstellung kriegst vom Leben. Und ja, bin ich gespannt drauf. Jo, wir sind auf dem Weg nach Salzbergen zum VU.
Moin. Polizei. Erstmal eine Frage. Ist irgendjemand noch verletzt? Alles in Ordnung? Okay. Dann muss ich am Anfang erstmal einmal belehren. Ja, Sie sind Betroffene, also irgendeiner von Ihnen ist hier betroffen einer Verkehrsordnungsfähigkeit, und zwar der Unfall. Also Sie müssen dazu nichts sagen. Ne? Wäre aber gut, damit wir das hier abklappern können. Wer gehört denn zu welchem Auto? Ich dann dementsprechend. Ich gehöre ja. Sie? Der ist mein Papa, der. Ich bin gekommen, ich bin der Halter des Fahrzeugs. Ah, okay. Aber kein Zeuge jetzt. Nein. Beide alleine. Ja. Sie sind von? Von dort gekommen, ja. Und vor mir war so ein Auto. Ich weiß auch nicht, ob er geblinkt hat oder was auch immer. Ich habe natürlich gebremst, weil ich gesehen habe, dass er langsamer wurde, und dann wollte er hier rein. Und du warst ja ziemlich hinter mir, also war natürlich auch dazwischen. Ja. Und, ja. Keine Chance mehr. Keine Chance, nee. Hat nicht geklappt. Also Sie haben gebremst und Sie haben es dann zu spät erkannt. Ja, es war natürlich auch, also ich hatte Abstand, ganz klar, ja, aber ja. Es war halt sehr knapp, sagen wir es mal so. Ja. Ja, okay, also dann muss ich Ihnen schon mal den Vorwurf machen, ne? Der, ja. Kein, ja. Also der Sicherheitsabstand, ja, hat dann anscheinend nicht gerechtmäßig. Ja, dann würde ich als erstes einmal Ihren Führerschein, Fahrzeugschein von Ihnen auch. Ja. Gut, ich ziehe mich dann einmal zurück, ne? Werde das alles ausfüllen. Das dauert jetzt immer ein bisschen. Hallo. Guten Abend. Sie hatten angerufen? Ja. Ja, was genau ist denn passiert? Ein Unfall ist passiert. Okay. Gut. Grundsätzlich bei Unfällen einmal für Sie. Sie waren, sind die beiden Fahrer? Ihnen gehört das Fahrzeug? Ja. Und Sie sind das Fahrzeug gefahren? Okay. Grundsätzlich bei Unfällen. Hören Sie mir bitte zu. Bei einem Unfall handelt es sich immer um eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, irgendjemand muss einen Fehler begangen haben. Deswegen, Sie müssen sich dazu nicht äußern und sich auch nicht selbst belasten. Haben Sie das beide soweit verstanden? Ja. Gehören Sie hier jetzt alle mit dazu? Ja, das ist mein Onkel. Gut. Wer hier nicht dazu gehört, der kann ja schon mal ein bisschen sich vom Unfallort bitte entfernen. Genau, gehören Sie alle mit dazu? Nee, dann können Sie ja auch bitte gehen, ja? Das Auto ein bisschen. Sie haben hier geparkt? Ja, ja. Vorwärts. Okay. Also gegen das Auto. Beim rückwärts ausparken dann. Mhm. Alles gut. Okay. Gut, haben Sie einmal Führerschein für mich und den Fahrzeugschein hätte ich auch gerne. Genau, danke schön. Gut, ich mache jetzt einmal ein Dokument fertig für die Versicherung für Sie, ja? Für beide Parteien. Mache ich jetzt eben fertig und dann bekommen Sie von mir eine Durchschrift, ja? Aber Ihnen geht es soweit gut, ist alles okay, Sie sind nicht... Alles gut, super. Ja, gut. Ja, ist ja dann schon alles geklärt. Erst beim Reinfahren? Nee, beim Ausparken. Er hatte geparkt und beim Ausparken ist er beim Rückwärts rangieren. Ja. Okay. Schreiben wir mal eben auf. Darf ich die Tür offen lassen, wie es war? Uhrzeit, mach mal. Ich hab 19:20. Nee, da war ja nicht der Unfall. Soll ich ein anderes nehmen? Nee, schreib, mach 18:50. Kostet 35 Euro und wir verwahren ihn mündlich. So, erstmal zu Ihnen. Hier ist die Verkehrsunfallanzeige, ne? Ja. Hier steht alles drauf. Wir haben Sie ja gerade mündlich verwarnt, ne? Ja. Geben Sie den Verschluss zu? Ja. Okay, dann bräuchte ich hier einmal eine Unterschrift von Ihnen. Und noch einmal für Sie. Dann werden Sie von der Bußgeldstelle hören. Ja. Und werden Sie nicht mehr hören. Weil du hast ja mündlich verwarnt. Ach ja, stimmt. Ja, ich hab, ja, du hast das gemacht. Dann sind wir wieder verschwunden. Ja, wir schaffen noch. Ja. Ebenso. Ja.
habe für Sie jetzt beide einmal so ein Dokument ausgefertigt. Das ist für die Versicherung. Ja. Das müssen Sie bei der Versicherung einreichen. Einmal ganz kurz geschrieben, was passiert ist, ne, dass Sie rückwärts ausgeparkt sind und dann vorne dagegen geknallt sind. Alles gut, wie gesagt. Ich habe Ihre Daten einmal hier aufgeschrieben. Bei Ihnen ist es ja die... Also auf wen ist das Fahrzeug zugelassen? Auf die Firma. Ja, auf die Firma, okay, alles klar. Gut, hier unten ist so ein grober Wert, einmal nur für uns, für die Statistik, was für eine Schade, die Schadenshöhe. Also nicht wundern, das ist wie gesagt nur Statistik. Grundsätzlich stellt das für Sie eine Ordnungswidrigkeit dar. Wissen Sie, was das ist? Nee. Dass Sie was falsch gemacht haben, ne? Genau, grundsätzlich kostet sowas 30 Euro. 30 Euro? Ja, ich würde Sie aber mündlich verwarnen. Gut, aber Sie wissen, dass Sie was falsch gemacht haben. Ja. Gut, dann mache ich einmal ja, dass Sie wissen, dass Sie was falsch gemacht haben. Und hier bei dem Kreuz würde ich eine Unterschrift von Ihnen bekommen. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. 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 Bitte. Tschüss. Tschüss. Danke. Unfall aufgenommen, 2.5. Hast die Schaulustigen da gut zurechtgewiesen? Ja. Haben auf dich gehört, sind das weggegangen. War noch echt ziemlich viel auf einmal. Ja, das. Aber das gut gemacht, hat gut geklappt. Heimatnah Polizist zu sein, ist für mich ein Traum. Ich fühle mich hier einfach wohl. Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne mich hier aus. Das ist alles für mich. Muss noch eingeholt werden. So liest sich das ja, als ob du den noch einholst. Das muss der Sachbearbeiter dann machen. Du musst ja immer daran denken, du musst das so schreiben, dass einer, der Sachbearbeiter und auch der Staatsanwalt, der es nachher liest, die kennen die Örtlichkeit nicht. Deswegen muss man das immer da genauso wie möglich beschreiben. Das hast du noch nie gemacht, eine genaue Tatortbeschreibung zu machen. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Also von außen nach innen, die haben uns vorhin gesagt, ja, von außen nach innen, ne? Also erst die Straße, dann ein Gartenhaus, dann bla bla bla. Aber jetzt das genau detailliert aufzuschreiben, mach das mal. Ja gut, das ist halt was anderes, ne? Man hat jetzt die Uniform dann an und ist außerhalb von seinem geschützten Bereich der Akademie und muss halt Polizist spielen oder Polizist im Beruf halt ausüben. Und die Leute erkennen das ja nicht, ob jetzt einer seit 20 Jahren dabei ist oder ob einer jetzt noch am Studieren ist. Das sehen die Leute ja nicht. Von daher ist der Zeitraum auch ein bisschen wenig. Das sind 2,5 Monate jetzt, die Gabriel jetzt hier ist und dann das erste Mal außerhalb der Akademie dann halt mit Menschen zu tun hat. Und von daher ist es halt ein Erfahrungsberuf. Je öfter man das macht, desto sicherer wird man in den Maßnahmen und ja. In welchem ist denn mehr drin? André, du kannst schon essen. So. Das sind noch 4 Minuten. Wirklich, das dauert ja, am Tisch ganz, ganz lange. Ist ruhig. Bin dir nicht böse. Nee. Hat sie alles eingepackt? Ich habe schon einmal. Oh, hat sie uns das 3-mal gegeben? Geil. Ich habe keinen. Die ist sauer. Das ist eine Dattel. Ist die Dattel als erstes? Ja, das macht man so für den Magen erst noch was Leichtes, damit er so weiß, okay, da kommt jetzt was zu essen. Ja. Okay. Möchtest du auch eine Dattel? Danke. Bist du sicher? Magst du keine Dattel? Nicht so gerne, nee. Die sind aber mega lecker. Hinterher vielleicht, na gut. Die sind richtig lecker. Du wartest jetzt echt mit? Ich warte jetzt echt mit. Ja, gut. Stehen wir zusammen durch. Da hat irgendwas geblinkt. Nee, da.
Dein Handy? Nein, 30 Sekunden noch. Achso. Drei, zwei, eins. Gott sei Dank. Guten Hunger. Oh, wirklich lecker. Mega, ne? Mhm. Dann lass dir schmecken. Danke, du auch. Also Sie sind da noch vor Ort. Okay, wir kommen sofort. Jo, tschüss. Willst du das machen? Soll ich das machen? Oh, mir ist das egal. Ja. Egal, ist 88. Ja, du. Nicht immer hinter Matze verstecken. Hallo? Polizei, bitte machen Sie die Tür auf. Mal, ob offen ist. Hallo! Jetzt ist hier Ruhe! Ja, bitte! Was ist hier schon wieder los? Okay. Sie ist eifersüchtig ist und. Okay. Ist eine Katastrophe, nimmt sie mit. Ja. Okay. So, jetzt auch Feierabend. Okay. Hat sie geschlagen? Das ist okay. Ist egal. Na, wir können sie nicht einfach so mitnehmen. Haben Sie sie geschlagen? Zombie. Hier, du bist jetzt mal ruhig. Auseinander. Nein. Auseinander. Tobias. Hallo. Und der hat nichts wieder, Tobias. Nimm die mal mit. Nimm die mal mit in einen anderen Raum. Komm, Hotsch. Tschüss, gut, dobrze? Tak, jest okej, tylko że ja mam problemy ze swoim mężem. W ogóle nie o co mi chodzi. Okay. Hat sie auch geschlagen? Co? Hat sie geschlagen? Nie. Und mi. Nie? A co to jest? Mój partner. Ale on mnie nie bije. Ja mam tylko ze swoim mężem. Ja, vielleicht mal trennen. Das wäre eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Das haben wir Ihnen vor einem halben Jahr, wo wir letztes Mal waren, auch gesagt. Wollen Sie eine Strafanzeige erstellen? Ja, wir können es auch nicht einfach so rausschmeißen. Entweder hier ist Ruhe oder nicht. Was ist denn kaputt? Ja, jetzt ist es auf einmal scheißegal. Eben hast die Polizei die Nummer schon drin. Ja, wo? Dann zeig mir. Ja, läuft echt richtig gut bei Ihnen. Muss ich sagen. Top. Wirklich. Ausweis. Ja, fahr doch mal Straße Trift Nummer 5 mit an, der 1025 auch dort auf dem Weg. Da ist es zu einem Raub gekommen, Täter flüchtig, keine Personenbeschreibung. Unter anderem ein Handy geraubt, Opfer ist verletzt, Rettungsdienst ist auch auf dem Weg. Ja, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Okay. Was ist denn passiert? Das junge Mädchen ist von der Ex-Freundin überfallen worden. Von der Ex-Freundin? Ja, von ihrer? Ja, von ihrer. Das war ein Pärchen mal. Ja. Und ist auf sie hier los, hat sie zu Boden gebracht. Ja. Bis unten, an der Hand, am Hals. Und hat ihr das Handy geklaut und ist dann mit dem Handy weggelaufen. Kurze blonde Haare, so kurz wie sie ungefähr, blonde Haare.
Hier rasiert. Ja, hier ganz, ja, ganz kurz. Hier ist kurz rasiert und hier, ja, ist wie so ein V runter. Ist gerade die hellste in der Bärne drin, wenn Sie mit mir reden auf jeden Fall. Nun Sie mir erzählen, was jetzt aus Ihrer Sicht genau passiert ist. Ich bin dann hier runter und dann kam sie mir von hier unten entgegengerannt. Sie will ihr Geld. Da habe ich gesagt, dein Geld kriegst du, wenn ich es habe. Was, entschulden Sie noch ihr Geld, oder? Ja. Ja. Es ist aber auch so, dass ich die letzten 3 Monate kein Geld bekommen habe. Wegen einer Kündigung, wo erst geklärt werden musste, Integrationsamt und dies. War alles schwierig. Hat sich sofort das Handy geschnappt und ist losgerannt. Hat sie gebissen überall und auch geschlagen, oder? Ins Gesicht hat sie mich ein paar Mal geschlagen. Mit der Faust, oder? Ja. Was haben Sie vorher beobachtet? Dass sie sich, dass diese Blonde, ja, immer angeschrien hat. Ich krieg mein Geld, ich krieg mein Geld. Hm. Und sie hatte dann nur, ich hab kein Geld, ich, ja, hab kein Geld. Dann krieg ich dein Handy. Ja. Okay. Das konnte sich gar nicht wehren. Sie hat nein, sie hat zugeschrien und so geweint. Ja. Okay, gut, dann habe ich schon mal alles. Sie haben das mit beobachtet, oder? Dann würde ich Sie sonst bitten, dass Sie jetzt, okay, nochmal sich zurückziehen, damit das hier so ein bisschen ruhiger wird. Genau, und es ist auch durch. Nee, sonst wird das hier durcheinander und das wollen wir nicht. Okay, jo, tschüss. Haben Sie auch das gesehen so? Mit der Rangelei? Ja. Die Zeugen? Also die haben gesehen, dass die sich auf jeden Fall gerangelt haben. Haben Sie auch gesagt, genau, haben eine Blonde? Ja. Ja. Die Täterbeschreibung hat gepasst. Ja. Vor allem die Frisur. Die war ja am auffälligsten. An der Seite komplett, hey, weggeschoren und hier so nach hinten hin. Okay. Es, ja. Kommt hin. Ja, die vermeintlich Beschuldigte sagt, sie weiß hier von nichts. Das soll irgendwie eine Racheaktion sein von ihr. Die Beschuldigte hat aber auch leichte Kratzspuren am Hals und Dekolleté. Ja, die Verletzung einmal dokumentieren und wenn es geht, auch die Kleidung und so mit drauf, also aufs Foto. Ja, das Problem ist, sie hat nichts an und sagt, sie war nicht draußen, also wir wissen nicht, was sie anhatte. Hat sie gar nichts an? Na, dann fotografiert mal die, die Verletzung und dann sollte das spurenmäßig reichen. Wir fahren jetzt nochmal mit hin und nehmen sie mit. Ja? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil sie 1,7 gepustet hat. Zu viel. Und um eine Rauschtat ausschließen zu können. Irgendwie passt das nicht zwischen euch, würde ich mal so behaupten. No. Und? 184. Gut, Ansage kapiert. Du musst aber auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Weil du packst sie auch ein bisschen hart an, ne? Wenn man stundenlang schlafen. Ja, trotzdem, das ist eine Frau, das macht man nicht. Ansage kapiert, kommen wir noch mal wieder. Schwöre ich euch, fliegt irgendeiner hier raus. Warten wir mal. Aber in 1-2 Wochen nimmst du solche Dinger auf. Ja. Dann ist, sag mal, Schonzeit vorbei. In 1-2 Wochen? Ja, sicher, dein Praktikum ist doch schon fast wieder zu Ende dann. Ja, ja, stimmt. Ja. Irgendwann musst du es ja auch mal machen. Ja. Sie haben jetzt aber doch mal die Möglichkeit, das so darzustellen, wie Sie das möchten. Wie gesagt, es geht ja darum auch, dass da eben ein Vorwurf gegen Sie in der Luft liegt und das ist ja auch entlastend, eben die Kollegin schon sagt. Eifersüchtig, ich habe keine Ahnung, was Ihr Plan ist. Und wie erklären Sie sich Ihre Verletzung oder dass sie das so schildert? Das war mein Sohn. Hm? Mein Sohn. Weil wir im Bereich einer Raubstraftat sind,
nehmen wir jetzt einmal Blut bei Ihnen ab, damit wir gerichtsverwertbar sagen können, wie viel Alkohol Sie getrunken haben. Und dann kann man auch dann halt eine Vollrauschtat ausschließen. Polizeistation Schwelle, Ben, mein Name. Hi. Da soll ein halbnackter, nackt bis nackter Mann rumlaufen. Und er hatte schon gesagt am Telefon, dass das wahrscheinlich der Typ ist, den die heute nach Haselünne gebracht haben. Dass der wohl wieder. Oh Gott, dann ist ja wohl eine Zwangseinweisung. Ja, wir haben jetzt nochmal zwei Anrufe bekommen, dass man sich doch sehr dort aufgrund des lauten Geschreis. Der Mann wird ja immer noch nackt draußen rumlaufen und sich gegen Gegenstände hauen. Ruhe jetzt. Jetzt ist Ruhe. Wir wollen das alle friedlich hier machen. Das ist ja auch, aber der Polizist, ich kann da auch nicht. Also. Ja, komm doch mal. Ja, wir wissen, dass sie da nichts für können. Aber oh Gott, oh Gott, nein, nein. Ich bin gleich tot, wisst ihr? Ja. Nein, das ist jetzt. Aua! Sie sollen mich aufmachen. Komm, wir setzen uns hier. Wollen Sie sich hinsetzen? Wollen Sie sich hinsetzen? Jetzt. Sie schneidet mich auseinander. Ich lege sie gleich wieder auf den Boden. Oh Gott, dann tut sie das doch! Nein. Will ich aber nicht. Oh Gott, das schießt nicht. Nein. Ich zieh jetzt. Du auf! Oh, Alter. Wir wollen Ihnen nur helfen, okay? Au! Schießen Sie mir doch bitte in den Kopf. Nein. Schießen Sie mir in den Kopf. Nein. Ihnen wird geholfen. Ja. Oh Mutter Gott. Oh Mutter Gott. Heilige Gott. Heilige Götter Mutter. Ja. Bleiben Sie jetzt bitte ruhig. Oh Mutter, ich muss. Ich töte niemanden. Oh Mutter, lassen Sie, Sie mich doch in Ruhe. Ja, Sie. Oh Gott. Oh. Noch langsamer geht's auch nicht hier. Nein. Ist das okay? Oh Gott. Ja, gleich kommt der Krankenwagen. Drehen Sie sich mal auf den Po. Oh Gott. Sie können auch. Wollen Sie was? Ja, aber ruhig. Wollen Sie was trinken? Wollen Sie was trinken? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, ja. Was trinken? Dann, oh Gott, meine. Wollen Sie was trinken? Ruhig, okay? Ja? Alles gut. Oh Gott. Wollen Sie nicht? Hier ist Wasser. Komm, trinken Sie mal einen Schluck. Liegen Ihre Klamotten da hinten irgendwo? Haben Sie sich da hinten ausgezogen? Mhm. Haben Sie sich dort ausgezogen? Haben Sie denn Schuhe irgendwo? Bitte, bitte. Bitte, mach Sie los, bitte. Ja, machen wir gleich. Beruhigen Sie sich aber. Bitte, 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 bitte. Bitte, mach Sie los. Oh, bitte! Herr Baba! Warte mal eben. Wir wollen Ihnen nur helfen. Oh Gott. Oh Gott, Mama. Was man alles so sieht, ne? Womit man eigentlich gar nicht konfrontiert wird, ey. Ich habe noch in meinem ganzen Leben, wo ich hier in diesem im Emsland wohne, habe ich noch nie eine Person gesehen, die so verwirrt rumläuft, die Hilfe braucht. Ja, guck, krass. Ich habe mir den Typen mal richtig angeguckt, ne? Ich komme darauf nicht klar, der war echt komplett durch, ne? Kann man so sagen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Der war komplett durch. Ist das ein Firmenfahrzeug? Das ist von meinem Bekannten, das Fahrzeug, ja. Von Ihrem Bekannten? Ja. Okay, gut. Ich würde trotzdem gerne einmal das Fahrzeug überprüfen. Machen Sie einmal den Motor aus. Einmal schauen, ob Sie alles dabei haben. Warndreieck, Verbandskasten. Ja?
Die Warnweste sehe ich schon da oben rechts. Da wollen Sie hin. Hä? Komm zurück. Hatten Sie bei sich an der Fahrerseite sonst noch mal geguckt? Ich weiß gar nicht, glaube ich. Müssen wir rüberlaufen. 10:24. Ja, ihr müsstet einmal Richtung Rüstlin ziehen. Dort VU schwer. Oh. Deichstraße. Ja, aber brech ab. Ja. Ja. PKW gegen Kleinkind. Und haben Sie noch mal Glück gehabt? Ich verwarne Sie einmal mündlich. Bitte achten Sie in Zukunft vor Fahrtantritt, ob Sie alles dabei haben. Nachher ein schwerer Verkehrsunfall, Sie brauchen das und dann müssen Sie helfen. Ja? Alles klar. Gut. Tschüss. Deichstraße? Ja. Jetzt haben wir etwas zum Sachverhalt. PKW gegen Kleinkind. Kleinkind fliegt mehrere Meter durch die Luft, vermutlich schwer verletzt. RTW und Notarztwagen sind auf der Anfahrt. Scheiße. Gib Gas. Dauert noch 6 Minuten. Ist noch ein bisschen? Ja. Links hoch? Mhm. Hoffentlich ist RTW schon vor Ort. Ich befürchte nicht. Oh nein. Und dann wieder links rum, am Ende der Straße. Direkt am Deich dann? Ja. Ja, verstanden. Hallo. Ist sie ansprechbar? Die wollten nur von hier so über die Straße gehen, die Kinder, und ja. Der Arzt kommt. Da ist er schon. Ja. Hast du das gesehen? Ja? Sie sind gefahren? Ja. Wir schnacken gleich mal in Ruhe, ne? Wie weit ist sie geflogen, richtig? Über ihr Auto, oder? Über ihr Auto oder weg? Wie schnell waren Sie ungefähr? Da vorne ist ein Arzt, der hilft dir gleich, ja? Mit 45 frontal angefahren. Ich habe es auch noch gesehen, wie sie geflogen ist. Also, wie geht's dir denn? Henning ist mein Name, Notarzt. Wo tut's dir überall weh, sag mal? Das Ohr tut weh. Ich bin da. Alles gut. Zeig mal bitte das Ohr. Tut das weh? Der tut auch alles weh. Und die Halswirbelsäule hier, tut die weh? Nee. Nicht den Kopf so viel bewegen. Wackeln. Ich halte den mal schön noch fest, irgendwo damit was nicht so weh, viel sag mal. Ich gehe halt wie so eine offene Wunde. Ja, gut. Ich guck mal die Schultern. Tun die weh, wenn ich hier drücke? Ja? Hier tut alles weh wahrscheinlich. Ne? Tut das weh? So, ich muss einmal gucken, wo es dir überall weh tut. Ja? Dass sie wieder gesund wird. Ja. Ich kam mir so vor, ich stehe jetzt im Weg, weil ich ihr die Hand gehalten habe, aber sie wollte sie auch nicht loslassen und ich wollte ihr dann auch nicht sagen, jetzt lass endlich los. Also ich wollte ja da sein und so, ja, ich bin auch da geblieben, es war mir so egal. Also. Hast du gut gemacht und sie getröstet. Ja. Dass das einen nicht völlig kalt lässt, das ist normal und das wäre ja auch irgendwie schlimm. Aber wie gesagt, man muss versuchen, den Abstand zu den ganzen Situationen zu haben, vor allen Dingen zu dem persönlichen Leid, das man da sieht. Ne? Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Ja. In den 3 Monaten ist sie doch sehr gewachsen. Mit jetzt 23 gehörte auch schon was dazu, finde ich. Und hat es super gemacht. Also, das ist eben dieser Spagat, den man machen muss. Einerseits musst du als Polizist auch das Gewaltmonopol vertreten und auch deine Maßnahmen im Zweifel durchsetzen müssen. Aber andererseits brauchen wir auch Polizisten, die auf der Gefühlsebene eben ganz weit vorne sind und auch Gefühle zeigen können und auch den Menschen bei seinen Gefühlen beistehen kann. Magst du mir vielleicht was abnehmen? Das vielleicht auch noch.
Und mir die Tür zu machen? Danke. Ja, müssen wir sehen, ob sich das so bestätigt. Dann hätten wir ja eben einen Brand mit einer Leiche. Brauchen wir jetzt mal hoffen, dass das nicht so ist. Ne? Aber ja. Alles klar, jo, tschüss. Und dann kannst du dir in jedem Fall damit unterstützen, mit erfahrenen Beamten, ne? Dass du dir das dann mal mit anguckst, was da los ist, dass du mal siehst, wie so ein Sachverhalt denn bearbeitet wird. Ne? Ja. Heinz hat gesagt, ich soll nur gucken. Und es ist eine Leiche da, ne? Ist eine Leiche vor Ort, hat er gerade gesagt, ne? Wo wurde die Frau denn rausgezogen von den Nachbarn? Die Frau ist wohl nach Hause gekommen, war erst hinten. Das ist quasi ums Gebäude rum, wollte hinten rein. Hat da gemerkt, dass es alles verqualmt ist, ist rüber zu den Nachbarn. Und ist dann wohl hier vorne rein, weil sie halt zu ihrem Mann ins Wohnzimmer wollte. Ja. Ja, und ist dann halt, wie du auch sehen kannst, da oben ist ja die Tür von außen ganz dunkel beschlagen. Ja. Da ist ihr dann schon der Rauch entgegengekommen und wahrscheinlich auch, weil sie direkt ein anderes Feuer. Ach so. Die ist jetzt schwer verletzt, lebensgefährlich ins Krankenhaus. Ja, krass. Grande Kack. Ja. Das finde ich so krass. Also ich gucke mir das hier alles an und wenn man mal den Hintergrund sieht, dass da ein Menschenleben verloren wurde, das ist, weiß ich nicht. Das ist leider so. Ja. Für eine Familie ist da gerade alles zusammengebrochen, ne? Und wir arbeiten hier. Ja, wie geht man denn an solche Sachen ran? Muss man durch Erfahrungen, wie man selber damit umgehen kann und... Wie machst du das beim ersten Mal? Da hast du die Erfahrung noch nicht. Ja. Aber wie gesagt, du musst für dich selber einen Weg finden, das abzuarbeiten. Ne? Genau wie jeder Arzt oder jede Krankenschwester das auch für sich finden muss. Das muss ja nicht mal so tragisch sein. Jeder Familienstreit, wo es eskaliert, jeder Unfall ist für die Leute eine extreme Situation. Und du nachher sagst, ja, was haben die denn? Ist ja nur ein bisschen Blechschaden. Ja. Ne? Normalerweise müssten wir ja auch mehr Angst haben, weil man das ja alles sieht. Und dann denkst du ja, boah, guck mal, wie schnell sowas passieren kann, ne? Das ist nämlich das Allerwichtigste im Leben, dass man gesund bleibt und dass die Familie gesund bleibt und die Freunde. Weil wenn das im Negativen passiert, dann ist es sowieso schwer. Also... Sachliche Sachen können kaputt gehen, das kann man alles ersetzen, aber Familie, Menschenleben nicht.
Ihr wisst aber noch nicht, wo ihr hinkommt, ne? Jeder von euch, oder? Je nachdem, wo was frei ist, ne? Mhm. Und dein Wunsch ist? Oh, das weiß ich noch nicht. Manche Leute haben ja immer gesagt, ach, eure Tochter, wie kann sie da reingehen in den Beruf? Ich habe gesagt, das kann sie. Sie kann das machen, was sie möchte. Und wenn sie das möchte, stehen wir beide immer dahinter. Das haben wir für alle unsere Kinder gesagt. Natürlich kamen die Vorurteile, ach, eure Kinder werden sowieso heiraten, wenn sie 18 sind. Die werden doch sowieso nicht studieren. Ihr seid so. Das haben viele Nachbarn gesagt. Aber ich sage, wie kommt ihr auf diese Vorurteile? Warum? Ja, weil ich ein Kopftuch trage. Aber ich habe mich doch dazu selber entschieden. Natürlich wurden wir gehänselt. Natürlich hat man ausländerfeindliche Sachen bei uns auch gemacht. Natürlich wurde unsere Tür eingeschlagen und es wurde rumgerufen, scheiß Ausländer oder was weiß. Das haben wir alles durch. Wir merken, aber was kalt und was warm ist. Also wir haben es gefühlt. Und wir haben es richtig gefühlt. Ja. Und deswegen haben wir es auch nicht rübergegeben an unsere Kinder. Wir haben aber nicht gesagt, guck mal, das sind ausländerfeindliche Menschen, nicht mit denen befreundet. Das haben wir nicht gesagt. Die haben mit unseren Kindern dann nachher gespielt, ah, die sind doch anders oder doch gleich wie wir. Und die waren dann nachher befreundet. Gerade so bei Kindern, wenn man Kindern von Anfang an beibringt, dass es komplett egal ist, was da gerade dir gegenüber sitzt, dann ja, wächst man halt so auf und dann ist es scheißegal. Also auch im Alter dann, mit was so Menschen man zu tun hat. So hat mich mein Vater aber auch erzogen. Bei uns durfte jeder rein. Der Tisch war immer gedeckt. Weißt du noch? Und es kamen alle Arten, komm essen, hat mein Vater gesagt. Alles gut, alles setzen und hier essen. Das war einfach gut. Und ich habe immer gesagt, Papa, nicht das Mädchen. Die hänselt mich immer draußen. Und er hat gesagt, das ist egal. Es ist ein Mensch. Lass sie sitzen. Irgendwann wird sie es merken. Mach du was Gutes, hat er gesagt. Wir wollen heute halt einfach sehen, dass die Techniken sauber sitzen, auch unter Stress. Ja, das muss alles passen. 30 Sekunden lang Skippings auf der Matte. Sofortiger Wechsel zu der nächsten Station. Da haben wir dann entsprechend Faustballen, Handballenstöße, Schläge und Ellenbogenschlag. Also alles, was mit den Händen und den Armen geht. Dann als nächstes Messerabwehr. Ja, gemäß Messerkonzept. Was bedeutet? Tappen, fixieren. Ja, noch Fragen bis hierhin. Wir haben jetzt gleich unsere AZT-Prüfung, unsere letzte. Das ist so der letzte Schritt in Sachen Abwehr und Zugriffstechniken. Und es ist richtig anstrengend. Die Belastung ist echt extrem. Und los geht's! Aufgeben, weitermachen. Zurück! Lass mich schon weg! Weiter rein! Das ist mein! Abstand! Abstand! Runter, runter auf den Bauch! Zurück! Zurück! Herr Ben, Sie haben schön mit Energie gearbeitet, die Techniken passten soweit. Kann ich nur sagen, gute Leistung. Ja. Frau Jalzin, bei Ihnen auch gute Leistung. Im Bereich Schläge an den Pratzen merkt man natürlich, dass Sie nicht so die Masse und die Kraft, die Power haben. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen, jetzt nicht Masse zulegen, ne? aber vielleicht ein bisschen mehr Kraft noch. Also die Technik war gut, wir waren auch energisch dabei, aber dann kann noch ein bisschen mehr Dampf kommen. Ne? Das muss schon rappeln, sage ich mal. Okay. Aber jetzt ist gerade die Qualität nicht so gut.
Die ist immer so überhellt in ihrem Gesicht, ne? Heidi? Ja, auch ja, wenn sie jünger aussieht. Ja. Mega geil. Aber es gibt auch einige Dinge, die man, finde ich, vielleicht auch noch ein bisschen anders trainieren könnte, zum Beispiel der Ems. Ja, wann setzt du diesen Ems ein? Wenn du diesen Schlagstock auf jemanden einsetzt, also da gehört schon da noch mehr Überwindung, die ich jetzt noch nicht hätte. Also wo ich sagen würde, boah, das ist schon eine Hürde, die man da überwinden müsste. Wir wissen ja nicht mal, wie das Ding eigentlich wehtut. Ja, genau. Überleg mal, du ziehst voll durch. Hast du schon mal einen richtig gekriegt? Das habe ich heute gedacht, ganz ehrlich, Ja, was meinst du, wenn du diesen, den Stock ins Gesicht kriegst? Du kannst einen noch, damit kannst du einen noch töten. Ist doch so. Und vor allem noch mit deiner Narbe da, das sieht ja so aus, als ob das gerade nach dem... Bei mir war es nur ein Praktikum, da hatten wir so einen Rieseneinsatz an Himmelfahrt, ja. Am Vatertag. Und da haben den Kollegen eingesetzt, oh, das sah gegen echt fies aus. Oder wie? Ja, da waren, keine Ahnung, 500 Leute gegen 20 Kollegen. Ja. Und ich war eine davon, das war erstmal so ein mega mulmiges Gefühl. Und die Kollegen sind da wirklich mit dem rein und haben zugehauen und das war auch halt alles berechtigt. Nein, nur gegen Arme und Beine. Da dachte ich auch nur so, oh, wenn ich den jetzt abkriegen würde, die hatten ganz schön Schmerzen. Die mussten dann auch vom Sanitäter dann teilweise auch halt dann verarztet werden. Aber es war halt berechtigt, ne? Es kam auch im Fernsehen und alles. Echt? Ja, das war echt. Ja. Sieht man nicht? Ja. Ja? Ui. Da komme ich angelaufen hinter die Fahrradfahrer. Da. Du siehst gut aus. Ja, ich bin mittendrin. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Ja, ich war auch teilweise echt überfordert. Das war ein Streifenwagen gewesen, da ist die Flasche gegen geflogen. Euer Streifenwagen? Und dann ist es genau. Direkt so? Ja, das weil das halt so eine kleine Flasche war, die halt mit voller Wucht geworfen wurde. Und das war halt wirklich einen halben Meter neben meinem Kopf. Deswegen habe ich auch erstmal so bei den anderen dann geguckt, was machen die. Ja. Habe mich eher so ein bisschen im Hintergrund gehalten, weil ich auch dachte, sie ja nachher ACT anwenden. Wie klappt das so? Hat man die Techniken noch drauf? Das war halt eher so. Ja, glaube ich dir. Da würde ich auch eher die starken Männer vor. Ja, die Jungs waren auch richtig heiß. Also die hatten auch Lust und haben dann auch alles super gemacht. So vor allem, weil man war gerade 4 Wochen im Praktikum und dann steht man da ganz voll frisch, überfordert. Ja. Ja. Auch die Waffe. Alleine, dass die an meinem Holster ist und quasi ja schussbereit da drin ist. Ja, damit musste man erstmal umgehen. Und dieses gegen Menschen zu richten, bah, fühlt sich gar nicht gut an. Also ich sag zwar immer in meiner WG, es macht unglaublich Spaß zu schießen auf Zielscheiben und auf dem Schießplatz. Nein, das macht richtig Bock. Ja. Aber ekliges Gefühl. Ja. Nimmt schon keiner. Und dann noch immer abdrücken zu müssen, ey, das. Ja. Das kannst du auch nicht vorher lernen, dass du dann darauf vorbereitet bist. Ja. Guten Morgen erstmal. Moin. Wir haben heute einen straffen Zeitplan. Wir werden eine Sequenz nach der anderen im Endeffekt hier durchführen. Bedeutet gleich, dass mindestens eine Studiengruppe oder wie auch immer sie sich aufteilen, erstmal diese Opferrolle einnehmen wird, um dann hier die Zivilbevölkerung darzustellen. Es kommt eine Nachricht, sie melden sich, zwei Teams sind da, zwei Zweierteams, eine Streife ist da und dann gehen wir nach dem Landeskonzept besondere Lagen vor. Okay. Rufnamen haben wir an Ola gegeben. Ja. Durchatmen. Alles ganz entspannt. Alles ja. So bis drauf, ne? Jetzt geht's los. Einwurfzentrum, Fechterstraße 35 in Aalborn. Wurden uns schnelle Schüsse gemeldet. Wir sofort hier an. Okay, muss dann fahren. Okay, Schüsse. Okay. Ja, das ist Schüsse. Aula für 43, 39, fallen Schüsse. Ja, die schießt auf uns. Was machen wir denn jetzt? Das ist scheiße. Ich sag, wir gehen anders rum. Aber ich weiß nicht, ob offen ist. Ja, du bist Elo. Du bist Elo, entscheide jetzt. Dann gehen die anderen einfach von der anderen Seite. Wir machen das jetzt einfach.
sicher jetzt einfach. Wir laufen Team 2 ist noch nicht da, oder? Nein. Nein, die sind noch nicht da. Los. Vorsicht! Person oben am Fenster gesichtet! Person oben am Fenster gesichtet! Sicherung steht! Dunkle Haare und ein Bart, mehr kann ich nicht sagen. Ja, komm, geht vor, wir gehen rein. Ja. Zeynep, geh da weg, geh da weg! Ja, ich bin aber auch im Schussfeld, wenn ich vors Glas gehe. Ist weg. Okay, rein. Das Team 1 geht ins erste OG. Rum, 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 weiter, weiter. Team 2, wo befindet ihr euch? Kommt mit Standort. Team 1 nähert sich. Wir helfen sofort. Wir helfen sofort. Wir helfen. Es wird alles gut. Geh vor. Lauf langsam, geh vor. Team 2, Bomber, raus hier, raus hier, raus hier! Alle raus! Alle raus, 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 raus! Nochmal an Team 2, Bomber, raus! Raus, raus! Kommt hier raus! Team 1, wo bleibt der Rückzug? Cut! 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 Junge, jetzt kannst du aber sagen, ich bin so durchgeölt. Ja, same. Das war nicht ohne. Wir sind zeitgerecht jetzt fertig geworden. Sie haben sich gut eingebracht, haben eine gute Leistung abgeliefert. Ich bedanke mich für diesen guten Trainingstag bei Ihnen. Wenn wir mal gucken, wo Sie vor 2,5 Jahren gestartet haben im Endeffekt, bei so einer einfachen Verkehrskontrolle, und jetzt mittlerweile schicken wir Sie in das Schlimmste rein, was wir im Endeffekt im Training hier zu bieten haben, und müssen eventuell an der Stellschraube, an der B-Note noch ein bisschen drehen. Das ist schon aller Ehren wert, muss ich sagen. Stell dir das mal vor, du hast den ersten Tag und dann kommt so eine Lage. Mhm. Das wäre doch mega gruselig. Das wäre richtig gruselig. Ja, aber das muss man für sich klar machen. Es gab ja schon die Situation, da waren Leute 45 Tage lang im Dienst, ne? Ja. Studenten. Da mussten die Fahrzeugkontrollen machen wegen den Terroranschlägen. Genau. Ich hoffe natürlich, dass es nie passiert für jeden, aber die Sachen werden passieren, und ja, die Kollegen, die da leider landen müssen, die sollten sich da schon bewusst sein, was auf sie zukommt. Ist ja, die werden ja auch gut darauf vorbereitet. Ja, je nachdem, wie man natürlich, wenn es natürlich eintritt, dieser Ernstfall, wie jeder dann reagiert, das kann man natürlich eigentlich noch gar nicht sagen. Aber man kann sich schon mit dem Thema befassen. Jetzt einfach fast 3 Jahre hinter sich, und sich das jetzt zu versauen, wäre halt mega blöd. Und deswegen will man jetzt alles dafür tun, dass man gut besteht, dass das alles klappt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man gleich eine halbe Stunde reden muss, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll.
dieser Gedanke, dann mit dem Prüfer allein im Raum zu sein, nicht wissen, was der für Fragen stellt, das macht einen schon kirre, ne? Kann es jetzt nicht endlich losgehen? Ich will das endlich hinter mir haben. Viel Glück. Ja, danke. Moin. Ja, nimm Platz. Schießen Sie los. Ja, ich fange ganz normal mit Aufgabe 1 an. Adam könnte sich durch seine Handlung gemäß Paragraph 212 und 211 Absatz 2 StGB strafbar gemacht haben. Ja, würde ich jetzt auf den subjektiven Tatbestand gehen? Ja, gerne. Dann würde ich jetzt in den Tatentschluss gehen. Das heißt, es müsste ein Vorsatz auf die Haupttat vorliegen und auf die Beteiligung. Ja, Vorsatz auf die Haupttat liegt vor, weil er halt etwas damit erzielen möchte. Mhm. Und Vorsatz auf die Beteiligung liegt ebenso vor, da nach § 239 Absatz 2 der Versuch ja strafbar ist. Was Sie vergessen haben, eben nachschieben vielleicht. Nachschieben? Sie hatten gerade gesagt, Sie haben irgendwas vergessen. Ja. Ja. Okay. Genau. Achso, niedrige Beweggründe habe ich vergessen. Habe ich hier auch noch stehen, habe ich übersehen. Da Eva sich ja nach dem Sexualdelikt davon macht, überlegt er kurz, dass er nicht, dass seine berufliche Karriere und seine Ehe zu Bruch gehen kann. Und deswegen hat sich Adam nach Paragraph 211 Absatz 2 und 212 strafbar gemacht. Würden Sie sie festnehmen? Vorläufig festnehmen? Also ich würde sie auf jeden Fall festnehmen, aber es kommt halt auch auf die Gründe dann an. Genau, wo finde ich denn was zu der Festnahme? Also welche Festnahme, Paragraphenkette würden Sie da aufbauen? Das ist der 127, ist die vorläufige Festnahme eines Beschuldigten. Genau, welchen Absatz nehmen wir da als Polizei? In Absatz 2 nehmen wir. Genau. Genau. Ich müsste Sie dann ED behandeln. Mhm. Das ist der § 81b der Strafprozessordnung. Da kann ich Lichtbilder aufnehmen und Fingerabdrücke von ihr aufnehmen. Ja, das ist, auch wenn es ein bisschen nervös war, natürlich ist der Situation geschuldet, trotzdem war strukturiert. 11 Punkte. Und damit gut. Ja. Gerne. Das ist das beste Gefühl. Ich habe mich so auf 13 Punkte mit mir geeinigt. Also, Top-Ergebnis. Dankeschön. Passt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt sind wir durch. Ich habe zu Beginn des Studiums gesagt, dass ich Menschen helfen möchte als Polizist. Und mir wurden auch ein bisschen die Augen geöffnet. Natürlich möchte ich immer noch Menschen helfen. Jedoch steht unter dem Namen der Polizei auch viele andere Aufgaben, die man bewältigen muss. Man ist ja Staatsdiener. Dafür habe ich auch meinen Eid abgelegt. Da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Als man dieses Studium begonnen hat, hat man sich schon gefragt, bin ich dazu überhaupt in der Lage, diese Verantwortung zu tragen, einfach das Gesetz wiederzuspiegeln. Und ich habe innerhalb dieser 3 Jahre gemerkt, okay, das passt zu mir und ich kann das. Und freue mich auf die nächsten Jahre und auf die ganzen Einsätze, die mich halt erwarten. Die mich halt irgendwie zu dem Menschen machen, der ich in 10 Jahren vielleicht sein werde.